Da lesen wir, aber ich habe gegen dich, jetzt kommt zum negativen Teil. Man könnte denken, die Gemeinde Ephesus, die hat alles richtig gemacht. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Nun, das sehen wir im nächsten Vers. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Die erste Liebe sind die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Matthäus Kapitel 4, Vers 19, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Denkt drüber nach, was sind die ersten Werke? Was war das Erste, was Jesus seinen Jüngern befohlen hat? Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Der Befehl war, Menschen zu fischen, das Evangelium zu verkündigen. Das sind die ersten Werke, Seelengewinn zu gehen. Aber es sind auch die ersten Werke im Sinne von, dass es die wichtigsten Werke sind. Und die Gemeinde in Ephesus, die hat viele tolle Werke getan, nicht wahr? Und sie hat viele gerechte Dinge getan, sie hat die richtige Lehre gelehrt, sie haben Irrlehrer erkannt, falsche Propheten erkannt, diese falschen Apostel. Aber die wichtigsten Werke, die haben sie nicht getan. Sie haben die erste Liebe verlassen, die ersten Werke sind auch die ersten Werke im Sinne von die wichtigsten Werke. Lukas Kapitel 19, Vers 10, da heißt es nämlich, ihr müsst das nicht aufschlagen, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wozu ist Jesus gekommen auf die Erde? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die ersten Werke, das ist Evangelisation, Seelengewinn. Dazu ist Jesus gekommen überhaupt. Das war der erste Befehl an seine Jünger, die er berufen hat. Er will sie zu Menschenfischern machen. Er hat uns zu Menschenfischern gemacht. Dieser Befehl gilt natürlich uns. Was ist, wenn eine Gemeinde an und für sich gut ist? Sie haben die richtige Lehre, sie tun viele Werke, sie tun viel Gutes, aber sie gehen nicht Seelen gewinnen. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst, ja, wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, Gemeinde, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und was sind die Leuchter? Wir haben in Offenbarung Kapitel 2 am Anfang, da heißt es, der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Was waren die sieben goldenen Leuchter, was waren die sieben Sterne? Das haben wir in Offenbarung Kapitel 1 erfahren. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also wenn Jesus zu einer Gemeinde sagt, ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, dann bedeutet es im Grunde genommen, diese Gemeinde verliert ihre Legitimität, diese Kirche verliert ihre Legitimität als Kirche. Sie ist keine Kirche mehr. Wenn der Leuchter das Symbol ist für eine Kirche und der Leuchter symbolisch weggestoßen wird von der Kirche, dann ist die Kirche keine Kirche mehr. Was will ich damit sagen? Eine Kirche, die an und für sich gut ist, aber nicht Seelen gewinnen geht, die läuft Gefahr, von Jesus Christus verstoßen zu werden. Dass Gott selbst sie nicht mehr als Kirche anerkennt. Ja, aber wir versammeln uns doch als Gläubige. Wir sind doch getauft. Wir haben einen Pastor. Wir machen doch alles richtig. Aber ihr geht nicht Seelen gewinnen. Und das betrifft so viele Gemeinden heutzutage in Deutschland und so viele sogenannte Old IFB-Gemeinden in Deutschland. Was meine ich damit? Das sind Gemeinden von der IFB-Bewegung, Independent Fundamental Baptist. Es wurden Missionare ausgesandt nach Deutschland, die haben Gemeinden gegründet. Gott sei Dank, preis den Herrn dafür. Weißt du, was sie nicht tun? Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Was für eine Schande. Sie haben ihre erste Liebe verloren. Sie haben die ersten Werke verloren. Und sie sollten Buße tun und die ersten Werke tun. Warum werden die ersten Werke auch als erste Liebe bezeichnet? Nun, wenn wir Seelen gewinnen gehen und jemandem das Evangelium verkündigen aus der Bibel, das erfüllt unser Herz mit Liebe, nicht wahr? Die Werke und Liebe gehören zusammen. Und wir sollten weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gibt Leute, die sagen nämlich, oh, Liebe, das ist eine Entscheidung. Sie meinen damit, dass es einfach nur eine Entscheidung ist und es sind nur die Werke, die du tust. Nun, das ist falsch. Liebe ist auch ein Gefühl. Denn wenn es darum geht, Gott zu lieben, was sagt Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite sind vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also was das erste, was Jesus nennt, ist das Herz. Natürlich geht es bei Liebe um unsere Gefühle. Es ist beides. Es sind Gefühle, wir sollen Feuer haben, wir sollen eifrig sein, wir sollen brennen dafür. Wir sollen Liebe dafür haben, Menschen zu retten. Wir sollen Liebe für die Menschen haben. Ja, deswegen die ersten Liebe. Aber es ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern zu echter Liebe gehören auch die Werke. Siehst du, wenn du sagst, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst, ich liebe Ungläubige und gehst nicht Seelen gewinnen, nun, das ist keine Liebe. Also, Werke und Liebe gehören zusammen, das sehen wir dann auch später in den nachfolgenden Versen, wenn es dann um eine andere Gemeinde geht.
Verlasse nicht die erste Liebe, verlasse nicht die ersten Werke. Wir müssen Seelengewinn gehen. Wenn wir nicht Seelengewinn gehen als Kirche, dann laufen wir Gefahr, dass Jesus den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen wird. Dann sind wir keine Kirche mehr.